So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Pax Pamir Solo. Ich habe hier die deutsche Ausgabe von Spielworks. Das Spiel ist selbst von Cole Worley und es geht um unsere Rolle in oder um den Clanführer in Afghanistan, den wir spielen und wir müssen durch politische Einflussnahme und Koalitionsbildung versuchen, unseren Einfluss in den afghanischen Regionen, die wir hier auf einer Karte sehen, zu mehren. Wie funktioniert das Ganze? Es ist ein Tableau-Bilder-Spiel. Ja, Area Control kann man so vielleicht ein bisschen sagen, aber es geht um politische Karten. Wir haben hier 100 verschiedene Karten, die haben alle eine bestimmte bevorzugte Farbe. Die sehen wir auch hier nochmal abgebildet, kommen wir gleich zu. Die wandern in einem Markt von rechts nach links, werden also immer günstiger. Hier seht ihr oben auch die entsprechenden Preise. Und dazwischen kommen noch ein paar Ereignisse. Ich habe noch nicht alles aufgebaut. Müssen das Solo-Spiel noch vorbereiten. Und wo es darauf ankommt, sind diese vier Karten, die mit drunter gemischt werden und das Deck. Das sind sogenannte Dominanzchecks. Und immer dann, wenn ein solcher Dominanzcheck ausgeführt wird, dann bekommen wir Punkte auf einer Punkteleiste, die hier außen rumläuft. Ist vielleicht etwas schwer zu erkennen. Wir gucken uns das gleich nochmal näher an. Und es geht eben genau darum, zum Zeitpunkt dieser Dominanzchecks die richtigen politischen Verhältnisse in seinem eigenen Tableau, das wir hier noch aufbauen müssen durch Karten, dann zu bekommen und ja, die Macht zu erhalten. So, wir gehen es nochmal in Ruhe an. Wir müssen das Solo-Spiel vorbereiten. Ich habe hier für mich links als Spieler die rote Farbe gewählt. Der Automa, das ist eine Figur namens Wakan, die wir spielen, bekommt die gelbe Farbe. Jeder von uns bekommt 4 Rupien. Ich selbst habe noch, also das sind die Münzen, die Währung, habe ich hier als Pappmarker. Das Spiel selbst war lange Zeit relativ schwer zu bekommen, ist jetzt wieder vorbestellbar bei Spielworks, falls euch das interessiert, genauso wie die hier zugehörigen erhältlichen Metallmünzen, die man auch noch bekommen kann. Soll dann im Oktober oder November oder sowas ausgeliefert werden. So, wer sich dafür interessiert, schaut also bei Uli von Spielworks nochmal vorbei. Gut, wir haben hier 100 Marktkarten, die mischen wir. Solo ist das Ganze so gespielt, so gestaltet, dass wir hier gegen ein Automa-Kartendeck spielen, der das ganz konsequente Aktionen erfordert. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die Regeln selber, da steht eigentlich alles drin, aber man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um dann auch ordentlich spielen zu können. So, nochmal die Vorbereitungen. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 Spieler, nämlich mich als Spieler und den Solo-Automa, 7 Karten in 6 Stapeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denn es geht darum, diese Dominanzchecks auch nicht ganz zufällig zu verteilen, sondern auch ein bisschen auszugleichen, dass sie nicht allzu dicht aufeinander folgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir haben 6 Stapel, A7 Karten bei 2 Spielern. Bei 3 Spielern kämen wir jeweils noch eine Karte dazu. Auch das geht mit dem Automa. Der vierte Spieler, das Spiel geht bis zu 5 Personen, wenn ich mich recht entsinne. Dann würde der Automa natürlich nicht mehr mitspielen. So, die anderen Karten brauchen wir nicht. Diese Ereigniskarten, die dazwischen kommen, die schauen wir uns dann an, wenn sie relevant werden. Da werden auf den ersten Stapel 2, dann eine und eine gelegt. Sind dann insgesamt 6 Ereignisse, die eine Rolle spielen können. Und die 4 Dominanzchecks kommen auf die untersten Stapel. Und jetzt wird jeder Stapel für sich nochmal gemischt. Eins. Zwei. Drei. Das Spiel ist also auch etwas, wie ihr seht, etwas aufwendiger vorzubereiten. Ist jetzt nicht mal eben schnell gespielt. Es dauert auch einen Moment. Also nichts, was man mal so zwischendurch als Filler spielt. Das ist ein
durchaus abendfüllendes Programm, auch wenn man es zu dritt oder viert spielt. Zu dritt habe ich schon gespielt und solo habe ich gespielt. Und auch zu dritt, gerade wenn man so ein bisschen über seine Karten nachdenkt, kann das schon eine Weile dauern. So, das ist also unser Marktkartendeck. Und das decken wir jetzt auf diesen Karten, auf diesem Tableau auf. Und dann gehen wir die Karten mal so ganz kurz durch, was das bedeuten kann. Ja, wir haben hier schon eine schöne Auswahl. Sehr gut. Interessant, noch kein Ereignis. Alles klar. Ihr habt eben mitgekriegt, wir haben 7 Karten. Und dann haben wir jeweils auf den rechten Stapel noch 2 Karten hinzugefügt, nämlich entweder 2 Ereigniskarten oder ein Ereignis und einen Dominanzcheck. Macht also bis zu 9 Karten in einem Stapel gewesen. Auf dem obersten waren 7. Das heißt, die obersten 7 Karten, der erste Stapel, ist im Prinzip hier schon komplett ausgelegt. Und dann der zweite Stapel, der Anfang davon. Und hier haben wir noch kein Ereignis. Hätte drin sein können, ist aber nicht so wild. So, wir schauen mal, was auf dem Markt so liegt. Wir haben hier die billigsten Karten, die kein Geld kosten, die haben alle, jede Karte hat einen Titel einer Region, bezieht sich auf Transkaspia, auf Punjab, das ist hier, Kandahar und so weiter und so fort. Punjab, Punjab, Kandahar, Herat ist nochmal dabei, Persien, Kabul und nochmal Herat. Also sind alle Regionen schon vertreten hier. Und jede Karte besteht aus einigen wichtigen Stellen, die wir uns jetzt mal kurz anschauen. Ich nehme mal hier die Punjab-Karte. Sie hat hier oben links die sogenannte bevorzugte Farbe. Das ist eine Geheimdienstkarte. Das ist blau. Wir haben hier noch in Orange mit dem Weizensymbol die Wirtschaftskarten. Dann haben wir hier mit der Krone die violettfarbenen oder lilafarbenen politischen Karten. Und wir haben hier die roten militärischen Karten. Wir haben also schon von allem was dabei. Und auf jeder Karte findet ihr einmal rechts natürlich die Region und darunter die Aktionen, die ausgeführt werden, wenn die Karte in ein Tableau ausgespielt wird. Dann werden genau diese Aktionen ausgeführt. Welche das sind, da kommen wir dann später dazu. Wichtig ist vor allen Dingen, dass hier unter anderem mit diesem Symbol die bevorzugte Farbe umgestellt wird. Von was auch immer sie vorher war, wandert sie jetzt nach dem Ausspielen dieser Karte auf die Wirtschaft. Das hat dann Einfluss auf etwas anderes, nämlich auf die Dinge, die hier unten stehen. Hier steht erstens noch ein bisschen Flufftext, der ist nicht wirklich relevant, aber durchaus interessant. Und hier sind Aktionen abgebildet, mal 2 Aktionen, mal nur eine, die dann ausgeführt, kostenlos ausgeführt werden können, wenn die Trumpffarbe, die bevorzugte Farbe, die hier markiert ist, dieser Farbe entspricht. Das heißt, hätten wir eine Geheimdienstpriorität, und würden diese Karte aus und die Karten hätten wir liegen, so, wenn sie ausgespielt wird, würde ja jetzt umgestellt werden auf Wirtschaft, aber irgendwann wäre wieder vielleicht Geheimdienst dran und wir hätten die Karte hier liegen, dann dürften wir eine dieser beiden Aktionen ohne weitere Kosten ausführen. Beziehungsweise nur so, wie sie hier stehen, mit den Kosten, die auch hier stehen, aber müssten sie nicht als Aktion mit einbeziehen in unsere kostenfrei verfügbaren Aktionen. Denn wir dürfen pro Spielerzug nur 2 Aktionen ausführen. Und da müssen wir entscheiden zwischen unseren beiden Basisaktionen, eine Karte aus dem Markt erwerben und der zweiten Basisaktion, eine Karte in unseren Hof aufspielen. Das ist das, was wir eigentlich tun können. Wenn aber die Kartenaktionen hier uns attraktiver erscheinen, können wir es uns auch das schenken, etwas zu kaufen, sondern direkt eine von den Kartenaktionen ausführen. Oder wir nutzen halt die bevorzugte Farbe und führen diese Aktionen zusätzlich als kostenfreie Aktionen aus, sodass wir vielleicht auch mal 3 oder 4 Aktionen in einem Spielzug ausführen können, neben dem Kartenerwerben oder Karten ausspielen. Das gehen wir dann durch, wenn es soweit ist. Unser Automa-Gegner ist eine Clanführerin, eine Idee, eine Ideologie, die immer mehr Oberhand gewinnt in Afghanistan und für wechselnde politische Loyalitäten sorgt. Und das wesentliche Element, was wir hier noch haben, sind diese Koalitionsblöcke. Die gibt es in 3 Farben. Zum Zeitpunkt, zu dem das Spiel spielt, haben in Afghanistan, das wird durch die grüne Farbe dargestellt, durch die grünen Blöcke, die Afghanen, haben aber auch noch die Briten und die Russen eine Rolle gespielt. Die Briten hier durch den pinkfarbenen Stein mit dem Löwensymbol, die Afghanen mit dem Greifvogel und die Russen durch den Bären hier in Gelb dargestellt.
Diese drei Fraktionen spielen in Afghanistan eine Rolle. Diese Koalitionsblöcke, so heißen sie, werden im Laufe des Spiels durch gewisse Aktionen entweder als Armeen in eine Region gestellt oder als Straßen zwischen zwei Regionen verbindend aufgebaut. Und das sind dann Straßen, die dieser Koalition angehören. Und wir selbst können zu einer Koalition loyal sein, müssen uns eventuell entscheiden, müssen uns auf jeden Fall am Anfang entscheiden, können diese Loyalität aber auch wechseln. Das hat dann gewisse Folgen. Und je nachdem, zu welcher Koalition wir loyal sind, spielen auch diese Karten eine Rolle, denn diese Hintergrundfarbe hier sagt mir, dass diese Karte, dieser Eldred Pottinger, ein Patriot für die Briten ist. Und wenn ich zu den Briten loyal bin, kann ich den Patrioten auch ausspielen und darf ihn in meinem Hof, in meinem Herrscherhof sozusagen auch behalten und unterhalten und seine Aktionsfähigkeiten nutzen. Sollte ich meine Loyalität wechseln, muss auch der Patriot uns verlassen und dann müsste ich die Karte ablegen. Und das kann mal sinnvoll sein, kann aber auch schwerwiegende Konsequenzen haben. Was wir noch haben auf den Karten, das nehmen wir mal beispielsweise hier. Hier sind diverse Ereignisse oder Fähigkeiten dieser Karten. Die gelten in dem Moment, wenn sie ausgespielt werden, ab dann, solange die Karte in unserem Hof liegt. Das sind spezielle Sonderfähigkeiten, die durchaus hilfreich sein können. Aber sie gelten natürlich auch für unseren Automa-Gegner. Und die Dominanzchecks, die jetzt in den Karten versteckt sind und die dann auftauchen können, wenn die ausgeführt werden, wird geschaut, ob eine der Fraktionen eine wirkliche Dominanz ausübt, indem sie nämlich einen Vorsprung von mindestens 4 Blöcken hat, die auf der Karte liegen. Wenn das der Fall ist, dann wird geschaut, welche Spieler zu dieser Fraktion loyal sind und dort werden dann Punkte verteilt. Die Spieler, die dann zu einer anderen Fraktion loyal sind, kriegen gar keine Punkte, auf keinen Fall. Und wenn keine Koalition eine wirkliche Dominanz ausübt, dann geht es darum, wer von uns, von diesen seinen Markern hier, am meisten eingesetzt hat. Das können als Stämme in Regionen sein, dann würden wir die Region beherrschen und den Herrscherstein kriegen. Das kann aber auch auf gewissen Karten, können wir diese Marker als Spione einsetzen, um diese Karten als Geisel zu nehmen oder auch Verrat auszuüben. Das gehen wir alles durch, wenn wir soweit an die entsprechenden Stellen kommen. Wir fangen mal einfach an. Dummerweise müssen wir uns jetzt erstmal entscheiden, zu welcher Fraktion wir loyal sein wollen. Ich sehe hier 1, 2, 3 britische Patrioten. Ich sehe hier auch eine politische Karte mit einem afghanischen Patrioten. Und diese Karte hier ist eine Patriotenkarte für Russland. Ich glaube, die britische Loyalität würde uns am Anfang ganz gut passen. Das schauen wir uns mal an. Wir setzen uns mal auf britisch und mal gucken, ob uns das was hilft. So, das Dumme ist jetzt, dass unser Gegner, der Automa, immer beginnt. Wir schauen mal, was wir machen können. Die Karte seht ihr hoffentlich. Jawohl, so müsste es gehen. Die Karte für den Automa beinhaltet eine sogenannte pragmatische Loyalität. Das Dumme ist nämlich, dass unser Gegner zu allen Fraktionen loyal ist. In dem Moment, wenn sie sich aber für eine gewisse Aktion entscheiden muss, wird die pragmatische Loyalität herangezogen. Die steht hier oben auf der Karte abgebildet. Von links angehend die erste, die nicht zu einem der Spieler loyal ist oder zu dem kein Spieler loyal ist. Ich bin zu britisch loyal, das heißt, hier wäre jetzt die pragmatische Loyalität von Wakan russisch. So, und was wir jetzt hier haben, ist drei Aktionen, die beschrieben sind. Wir gehen die von oben nach unten durch und schauen, ob sie ausführbar ist. Wenn sie ausführbar ist, machen wir das. Wenn sie nicht ausführbar sind, gehen wir zur nächsten Aktion, dann zur nächsten Aktion. So lange wiederholen wir das Ganze, bis zwei Aktionen ausgeführt sind. Und es ist immer die letzte Aktion auf jeden Fall ausführbar, sodass wir das maximal zweimal durchgehen müssen. Und hier unten seht ihr noch eine Reihe der Regionssymbole. Die spielt dann eine Rolle, wenn es darum geht, Straßenverbindungen auszuwählen oder Regionen auszuwählen. Und dann wird diese Reihenfolge dieser Karte gewählt. Das wechselt natürlich pro Karte immer. Und hier seht ihr rote und schwarze Marker. Die werden hier rechts angelegt und daraus kann man dann erkennen, was passieren soll. Wir gehen es mit dieser Karte durch. Die erste Aktion ist, du radikalisierst eine Geheimdienstkarte. Der rote Marker zeigt auf die untere Reihe. Und eine Geheimdienstkarte sind die blauen Karten. Ich habe jetzt also mehrere Optionen. Und dafür gibt es Regeln, nach denen Wakan vorgeht, wenn sie eine Geheimdienstkarte oder eine
spezielle Karte sich raussuchen soll. Sie sucht nämlich, und das ist in den Regeln im Solo-Teil hinten genau beschrieben, Radikalisieren. Wakan heißt die Solo, unser Solo-Otoma-Gegner. Es gibt eine bestimmte Anweisung. Bei mehreren Optionen wählt sie die preiswerteste Karte im Markt. Weitere Gleichstände werden durch die höchste Kartennummer entschieden. Okay, das kriegen wir hin. Die preiswerteste Geheimdienstkarte, die wir haben, ist diese hier in der unteren Reihe sogar. Das passt. Und damit radikalisiert sie die. Und radikalisieren ist etwas, was wir als Spieler nicht haben. Das ist nämlich für den Automa gleichzeitig in einer Aktion die Karte erwerben für 0 und ausspielen in den Hof. Und der rote Pfeil sagt uns, dass wir sie rechts ausspielen müssen. Wir werden hier demnächst mehrere Hofkarten haben und dann spielen rechts und links durchaus eine Rolle. So, das heißt, diese Karte wird jetzt ausgespielt von Wakan. Und jetzt kommen die Aktionen, die hier markiert sind. Das heißt, das erste, wir müssen einen Spion legen auf eine Punjab-Karte. Wir fangen von links an und es gibt nur eine Punjab-Karte überhaupt. Das ist diese hier. Wir müssen noch einen Spion auf eine Punjab-Karte legen. Das ist diese hier. Und dann stellen wir die bevorzugte Farbe von politisch, wo sie anfangs stehen muss, auf Wirtschaft. Das war die Aktion von Wakan. Das war die erste Aktion. Die zweite Aktion ist hier unten Bewegung. Sie hat aber nichts, was sich bewegen kann. Das geht nämlich hier um Armeen, die sie bewegen will. Da sind noch keine gebaut, funktioniert nicht. Dann heißt es Radikalisierung. Und Radikalisierung ist genau das, was wir eben gemacht haben. Karte erwerben und ausspielen, aber diesmal die allgemeine Vorgabe. Und das heißt unten die Karte Nummer 4. Das ist der schwarze Marker hier. Und da wird also keine Rücksicht genommen auf gewisse Eigenschaften der Karte. Und jetzt kommt eines der Besonderheiten in diesem Spiel. Eine der Besonderheiten ist nämlich das Wirtschaftssystem. Wir bezahlen diese Karten jetzt nicht in die Bank, diese Münzen jetzt nicht in die Bank, sondern die bleiben im System, im Markt. Wir müssen diese Karte hier radikalisieren, das ist diese, und müssen die bezahlen. Die kostet 4, das steht auch hier oben. Und die Bezahlung erfolgt immer so, dass wir in dieser Reihe die Münzen legen auf alle Karten, jeweils eine Münze, die davor liegen. Hier ist aber keine, müssen wir also hier oben hinlegen. Und dann haben wir diese Karte gekauft und radikalisieren heißt für Wakan in diesem Fall auch ausspielen auf die rechte Seite, also hierhin. Und jetzt passiert das, was hier steht. In Persien wird eine Armee gebaut. Die Armee bekommt jetzt eine Farbe und zwar die der pragmatischen Loyalität von Wakan, also Russland. Wir stellen also in Persien eine Armee auf. Und es wird ein Spion ausgesetzt auf eine Persienkarte und das sind diese hier. Warum gehen die jetzt nicht in die persische Region? Das funktioniert nur mit sogenannten Stämmen. Das ist dann ein anderes Kartensymbol. Hier diese politische Karte erlaubt uns, einen Stamm in Punjab zu platzieren. Zwei sogar. So. Jetzt hat Wakan zwei Aktionen ausgeführt. Jetzt schaut sie auch nochmal, hat sie eine Karte der bevorzugten Farbe, auf der sie noch eine kostenfreie Aktion zusätzlich ausführen könnte. Das hat sie nicht. Und damit sind jetzt wir dran. Zu den Karten hier unten, das sind Referenzkarten, kommen wir gleich noch. Die werden noch eine Rolle spielen. So, wir sind dran. Wir haben tatsächlich ja nur zwei Basisaktionen, nämlich eine Karte kaufen und Karte erwerben. Bevor wir aber dran sind, mein Fehler, habe ich was vergessen, wird natürlich noch aufgeräumt. Aufräumen, Verwaltungsaktion heißt, wir prüfen das Handkartenlimit. Das haben wir bei Wakan nicht. Wir prüfen das Hoflimit und das ist ein strenges Limit von 3 Karten plus der Anzahl der Sterne für politische Karten. Aber Wakan hat keine politischen Karten hier liegen und deswegen hat sie ein Hofkartenlimit von 3. Sie hat nur 2 Karten liegen, alles gut. Jetzt wird alles, was frei ist an Karten, wird aufgeschoben. Und dann wird von links aufgefüllt. Und hier haben wir die erste Ereigniskarte. Die hat 2 Textseiten. Einmal, wenn die Karte von irgendeinem der Spieler erworben wird, dann braucht man für die loyale Koalition nur 2 Blöcke Vorsprung, um dominant zu sein. Das kann spannend werden. Wenn die Karte aber irgendwann durchrutscht, weil sie keiner kauft, dann fällt sie hinten raus als Ereigniskarte. Dann würden alle Stämme und Armeen im Punjab entfernt werden. Muss man sich mal merken. Okay, jetzt sind wir dran.
Und wir hatten uns entschieden für die britische Loyalität. Das muss nicht schlimm sein. Das können wir auch nochmal notfalls wechseln. Ich denke, wir kaufen erstmal nur zwei Karten. Wir spielen keine aus, denn wir haben ja nur zwei Aktionen. Karte kaufen wäre eine, Karte ausspielen wäre eine andere. Ich werde zwei Karten kaufen, nämlich da oben die beiden. Und die Regeln sind so, dass ich keine Karte kaufen kann, auf die ich in meinem Zug schon mal Geld gelegt habe. Das heißt, ich werde erst diese Karte kaufen für eine Münze, die ich links daneben lege. Ich habe sie jetzt in meiner Hand. Ich lege sie hier unten einfach mal drunter, sodass ihr das sehen könnt. Das ist meine Kartenhand. Und jetzt möchte ich die zweite Karte kaufen. Das ist diese hier. Die politischen Karten sind nämlich vergleichsweise mächtig. Alternativ könnte ich diese Karte kaufen. Aber das ist ein Patriot. Ich habe jetzt einen Patrioten für Afghanistan mir erworben. Ich habe nämlich jetzt vor, meine Loyalität gleich zu wechseln, wenn ich diese Karte ausspiele. Aber das mache ich erst in meinem zweiten Zug. Ich werde jetzt erstmal diese Punjab-Karte kaufen hier. Und dazu muss ich diese Karte hier bezahlen und hier bezahlen und kann dann diese Karte kaufen. So, das waren jetzt schon meine zwei Aktionen. Das ist anfangs ja kläglich wenig, was hier passiert. Ich habe jetzt zwei Karten gekauft, habe sie auf der Hand, habe noch keine Aktionen. Jetzt sind meine Aktionen schon rum. Ich prüfe mein Handkartenlimit. Das sind zwei Karten plus die Anzahl der blauen Sterne in meinem Hof. Ich habe noch keinen Hof, also habe ich zwei Karten Handkartenlimit. Habe ich Hofkartenlimit, brauche ich gerade keins. Dann wird hier aufgerutscht, der Markt wieder aufgefüllt. Noch eine Ereigniskarte. Schauen wir uns die an. Wenn einer die Karte kauft, bis nach dem nächsten Dominanzcheck, bringt jedes deiner Geschenke einen zusätzlichen Einflusspunkt. Aha. Und wenn sie abgeworfen wird, bis nach dem nächsten Dominanzcheck, bringen Geschenke keinen Einfluss. Okay. Die Karte hier interessiert mich, die hier vielleicht nicht. Zeige ich euch gleich warum. Aber wir sind nicht dran, Vakan ist dran. Wieder die nächste Karte aufdecken. Die pragmatische Loyalität wäre jetzt Afghanistan, weil wir britisch loyal sind. So, wir schauen. Sind politische Karten bevorzugt? Radikalisierst du die ökonomische Karte mit dem höchsten Rang? Nee, ökonomische Karten sind bevorzugt. Du radikalisierst die politische Karte mit dem höchsten Rang. Das ist jetzt das, was Vakan tun soll. Es liegt aber keine politische Karte mehr aus. Ich habe beide gekauft, die vorher hier lagen. Das heißt, das kann sie auch nicht machen. Dann macht sie eine ganz normale Radikalisierung. Von oben die erste. Sie hat aber kein Geld. Sie hat all ihr Geld ausgegeben bereits. Das heißt, die kann sie nicht kaufen. Dann kauft sie die nächstgünstigere, die sie kaufen kann. Das ist die hier. Das heißt, in diesem Falle kriegt sie das ganze Geld, was da liegt, wieder in ihre Hand. Und wir müssen links anlegen. Und jetzt befolgen wir das, was hier steht. Wir bauen eine Straße. Jetzt steht hier zwar die Farbe gelb, also russisch, aber das spielt für Vakan keine Rolle. Sie ignoriert diese Farbvorgabe. Wir müssten sie einhalten. Vakan schaut auf ihre pragmatische Loyalität. Das ist afghanisch. Also legt sie eine afghanische Straße aus Transkaspien heraus. Transkaspien ist hier oben. Und zwar zu der Verbindung, zu der Region. Da schauen wir hier unten auf die Symbole. Das ist das mit dem Stern. Dann geht die nach Persien, diese Straße. So, jetzt haben wir eine russische Armee in Persien und eine afghanische Straße von Kaspien, Transkaspien nach Persien. Sehr gut. Das war die erste Aktion von Vakan. Dann kommt die zweite Aktion. Da fangen wir wieder von oben an. Hat sich nichts geändert, dann macht sie wieder eine ganz normale Radikalisierung. Jetzt hat sie Geld und kann oben die erste Karte kaufen, die hier durch den Marker auch vorgegeben wird. Muss aber bezahlen hier unten. Kauft diese Karte, spielt sie nach links aus. Und die Aktion führt sie aus. Sie baut eine Armee in Punjab, auch hier afghanisch. Und setzt jetzt die bevorzugte Farbe wieder auf politisch. Damit hat sie ihre beiden Aktionen ausgeführt. Schaut nochmal, ob sie jetzt eine kostenfreie Aktion ausführen kann. Das kann sie nicht. Und ihr seht jetzt hier etwas Besonderes. Wir haben jetzt in diesem Zug, in dieser Runde für Vakan
sowohl Patrioten für Großbritannien als auch für Russland ausgespielt. Bei der Solo-Gegnerin funktioniert das. Wir als Spieler dürften das nicht tun. Wir hätten in dem Moment, wenn wir diesen Patrioten ausgespielt hätten, hätten wir den ablegen müssen und unsere Loyalität wechseln müssen. Und dann nochmal zurück wieder zu Großbritannien, wenn wir den ausgespielt hätten. Das geht bei Wakan, aber nicht bei uns. Gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Dann rutscht jetzt noch. Wir müssen jetzt noch das Kartenlimit checken, weil Wakan hat nur ein Kartenlimit von 3 Hofkarten. Sie hat ja keine lilafarbenen Sterne hier liegen. Das heißt, wir müssen eine Karte entfernen. Und jetzt geht es darum, welche Karten entfernt werden. Wir müssen eine Karte ablegen. Eine Karte, die nicht politisch ist. Wir haben nur nicht politische Karten. Das ist hier fest vorgegeben. Kein Patriot, also wird diese Karte entfernt. Damit ist die erste, die rausfallen kann. Der Spion geht wieder zurück in den Hof. Die Karte wird abgelegt. Und das Hofkartenlimit ist eingehalten. Und dann wird der Markt wieder aufgerutscht. So. Dann sind wir dran. Wir hatten eben ja Karten gekauft und jetzt überlege ich, ob ich die ausspiele. Wir haben politische Farbe als bevorzugt und hier wird gewechselt. Ich habe noch eine Münze. Das heißt, ich könnte vielleicht auch eine Karte kaufen. Oder diese, also eine, ich kann Karten kaufen, die hier in Spalte 1 liegen. Oder ich kann diese Karte kaufen, die gibt mir sogar noch 2 Münzen. Aber ich darf am Schluss meines Zuges hier nur 2 Karten in der Hand haben. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich möchte diese beiden Patrioten auf jeden Fall irgendwann spielen. Die Frage ist nur, wann. Alternativ könnte ich eine Karte, sowas wie die hier mit den 3 Spionen zum Beispiel, mir einfach jetzt kaufen und direkt ausspielen. Oder auch. Eieiei, ist das kompliziert. Jetzt fang ich schon an zu überlegen, wenn ich diesen Patrioten ausspiele, würde auch die bevorzugte Farbe wechseln, auf ökonomisch wieder. Hatten wir eben schon. Ich würde meine Loyalität wechseln zu afghanisch. Das wäre vielleicht noch etwas früh. Also möchte ich sie vielleicht noch nicht ausspielen. Könnte ich jetzt vielleicht diese Karte ausspielen? Das würde mir 2 Stämme und dann müsste ich eine britische Armee spielen in Punjab. Das will ich vielleicht gar nicht. Ich möchte vielleicht tatsächlich erstmal diese Karte hier kaufen und den Kabul ausspielen. In meinen Hof direkt als zweite Aktion. Und jetzt platziere ich 3 Spione auf Kabul-Karten. Das wäre, könnte ich auch bei Wakan tun, wenn sie Kabul-Karten liegen hätte. Hat sie nicht. Also muss ich meine 3 Spione hier platzieren. Die schützen diese Karte und meine Aktionsfähigkeit. Ich habe aber jetzt auch keine kostenfreie Aktion. Dadurch, dass ich aber jetzt hier 3 Sterne blau habe, ist mein Handkartenlimit angewachsen auf insgesamt 5. Und mein Hofkartenlimit nach wie vor 3. Meine 2 Aktionen sind rum. Handkartenlimit passt, Hofkartenlimit passt. Wir schieben den Markt auf. Immer noch kein Dominanzcheck. Dann geht's weiter. Wakan ist dran. Hat keine Koalition Dominanz. Stimmt, es hat keine Koalition-Dominanz. Hier sind noch keine 4 Blöcke Vorsprung von Afghanistan in diesem Falle
zu Großbritannien oder auch zu Russland. Und das wird jetzt das Spannende. Ich möchte eigentlich, dass jetzt Wakan noch Straßen und Armeen für Afghanistan, in diesem Falle passt das sogar, für mich ganz glückliche Fügung, platziert. Wenn ich nämlich dann auf Afghanistan wechsle, wenn ich diese Karte ausspiele, bin ich dann plötzlich zu Afghanistan loyal und Wakan hat mir ein bisschen geholfen, Afghanistan nach vorne zu bringen. Schauen wir mal. Hat keine Koalition Dominanz, radikalisierst du die Karte, die die meisten Spione und oder Stämme platziert. Jetzt fangen wir, haben jetzt zwei Geld für Wakan. Fangen wir mal von links an. Hier ist ein Spion, hier sind zwei Spione. Ein Spion, zwei Spione, ein Spion. Da hinten noch ein Spion. Zwei Spione ist die hier, ist die günstigste Karte mit zwei Spionen. Dann würde sie die radikalisieren, das heißt, die Anweisung heißt, wir legen das Geld hin, kassieren das andere Geld und wir legen unten und rechts aus, also nach hier. Das ist jetzt eine Karte, die platziert zwei Spione auf Kandahar-Karten und das ist eine sogenannte fremdfinanzierte Karte. An dieser Stelle kommt Geld, neues Geld ins System. Es kommt jetzt im Prinzip ein Kredit, den sich Wakan aufnimmt. Wir kriegen zwei zusätzliche Rupien, zwei Münzen. Und müssen zwei Spione auf Kandahar-Karten platzieren und da gibt es nur diese eine. Dann hat sie die eine Aktion befolgt. Die zweite, du führst eine Schlacht auf der Hofkarte mit den meisten Spionen aus, auf der Wakan auch mindestens einen Spion hat. Sie kann keine Schlacht ausführen, weil auf keiner Karte Spione von beiden Fraktionen liegen. Funktioniert nicht. Dann kommt eine normale Radikalisierung. Unten erste. Kann nicht gemacht werden. Dann die nächste, die hier. Dann ist es diese Karte. Jetzt hat Wakan das ganze Geld gesammelt. Das ist auch nicht gut. Auch da muss man auch aufpassen. Jetzt kommen in Kandahar die Jesael-Scharfschützen. Und es kommen Armeen. Zwei Armeen in Kandahar und ein Spion auf eine Kandahar-Karte. Ein Spion auf eine Kandahar-Karte, den können wir schon mal setzen. Karte eines Mitspielers hat sie nicht. Bevorzugte Farbe, eine wäre politisch, hatten haben wir auch nicht. Patriot der dominanten Koalition gibt es auch keinen. Beute der dominanten Koalition haben wir auch nicht. Anderer Patriot, dann würde sie ihn auch hier hinsetzen. Obwohl das zwei Kandahar-Karten sind, wäre aktuell für das Platzieren der Spione diese Karte besser geschützt. Präferiert. So. Und dann müssen wir zwei Armeen platzieren. Das ist afghanische Armeen in Kandahar. Ihr seht schon, das ist sehr interessant, dieser Materialmix. Wir haben hier ganz normale Karton-Spielerhilfen und Wählscheiben für die Loyalität, ganz normale Karten. Auch die Münzen sind aus Pappe, gibt es auch aus Metall. Aber der Regionsspielplan ist aus Stoff, den kann man bügeln. Der ist jetzt ungebügelt, wie ihr seht. Der wird im Karton normalerweise zusammengerollt. Hier die Herrschaftsmarker sind aus Holz. Und die Armeen bzw. Straßen, die Koalitionsblöcke, wie sie heißen, die sind aus, ist das ein Resin, ist das ein Gips? Auf jeden Fall aus einem gegossenen Material. Fühlen sich auch sehr angenehm in der Hand an. So, wir haben zwei Aktionen ausgeführt für Wakan. Und das heißt, wir müssen jetzt das Hofkartenlimit checken. Hofkartenlimit ist immer noch 3 für sie. Und wir müssen zwei Karten ablegen. Wir hatten das eben schon ausprobiert. Keine politischen Karten, kein Patriot. Dann bleibt die geht auf jeden Fall. Jetzt muss aber ein Patriot auch gehen. Nicht fremdfinanziert. Diese Karte ist fremdfinanziert, die bleibt liegen. Die meisten Spielerspione und mehr Spione als Wakan ist keine. Die wenigsten Spione ist eine von den beiden, die bleibt noch liegen. Der niedrigste Rang, wir haben beide einen Stern. Entspricht nicht der bevorzugten Farbe, nee, sind sie beide nicht. Niedrigste Kartennummer, wir schauen hier unten auf die Kartennummern. Das hier ist eine 95, das ist eine 37, diese Karte geht. So, der Markt wird aufgerutscht. Es müsste langsam ein Dominanzcheck kommen. Noch ein Ereignis. Und da ist ein Dominanzcheck. Der ist noch nicht in der Ausführung. Der kommt erst dann, wenn jemand von den Spielern diese Karte erwirbt. Und vor allen Dingen kommt er auch dann, wenn noch ein zweiter Dominanzcheck auf den Markt kommt. Dann wird sofort eine ausgeführt und dann gehen zwei Dominanzcheckkarten weg. Oder
eben, wenn die Karte durchrutscht, keiner will ihn ausführen, irgendwann rutscht er durch und dann wird er auf jeden Fall auch ausgeführt. Wie sähe jetzt aktuell der Dominanzcheck aus? Es hat keine Koalition Dominanz. Afghanistan hat im Moment drei Blöcke Vorsprung, deswegen sind die Blöcke auch so hier angeordnet, dann sieht man das sehr gut, da muss man nicht hier kompliziert rumzählen. Das heißt, es geht jetzt darum, wer hat die meisten Spione und/oder Stämme im Einsatz. Ich habe drei im Einsatz, Wakan hat fünf im Einsatz. Im Moment würde Wakan den Dominanzcheck gewinnen. Die Automa-Regeln sagen, dass sie das dann auch sofort auslösen würde. Und sie hat genug Geld, sie würde jetzt als nächstes tatsächlich den Dominanzcheck erwerben, um diese Punkte entsprechend zu kassieren. Das möchten wir verhindern. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder setzen wir mindestens genauso viele Spione in die Länder, wie wir, so dass wir mindestens auf Gleichstand kommen. Oder wir setzen eine Koalition in Dominanz, zu der wir loyal sind, sodass dass Wakan auch den Dominanzcheck nicht auslösen würde. Ich selbst habe kein Geld, kann ihn nicht auslösen, kann die Karte nicht kaufen. Und das bringt mich jetzt in die Lage zu sagen, ich würde mit meinen zwei Aktionen diese beiden Karten tatsächlich hier spielen wollen. Zuerst spiele ich Kandahar. Damit setze ich einen Stamm nach Kandahar. Und da ich jetzt einen Stamm platziert habe und mehr Stämme habe als jeder andere Spieler, beherrsche ich diese Region. Nehmen wir jetzt den Herrschaftsstein. Dann ist das eine fremdfinanzierte Karte. Ich kriege jetzt zwei Geld. Kommt also wieder Geld ins System. Und die bevorzugte Farbe wird umgestellt auf ökonomisch. Und ich muss meine Loyalität wechseln. Damit hätten wir diese Karte ausgespielt. Erste Aktion. Jetzt aktuell ist der Dominanzcheck immer noch zugunsten von Wakan, weil sie mehr Spione ausliegen hat als ich. Okay. Jetzt spiele ich den zweiten. Punjab. Auch da kann ich jetzt zwei Stämme platzieren. Zack. Ich übernehme die Herrschaft über diese Region. Und kann eine Armee platzieren im Punjab. Und jetzt habe ich ja meine Loyalität gewechselt. Wir sehen hier, Afghanistan hat jetzt mit 1, 2, 3, 4 Blöcken mehr als Russland und 5 mehr als Großbritannien jetzt tatsächlich die Dominanz. Und jetzt aktuell würde ich den Dominanzcheck gewinnen, weil ich zur dominanten Koalition loyal bin. Und da natürlich dann jetzt am meisten Patrioten habe, nämlich einen. Das würde funktionieren. Okay, was müssen wir jetzt beachten? Ich habe jetzt inzwischen drei Karten hier liegen, die besondere Eigenschaften haben. Gucken wir uns die mal kurz an. Meine Spione können in Schlachten mit anderen Spionen nicht entfernt werden. Das ist eine ziemlich mächtige Geschichte. Wenn ich also es schaffe, Spione drüben im Hof von Wakan zu platzieren, dann bleiben diese Spione einfach, solange ich möchte, da liegen. Diese Karte hier sagt, ich bezahle keine Bestechungsgelder, wenn ich Karten ausspiele. Das ist der Fall, wenn ein Spieler eine Region beherrscht und ich möchte eine Karte dieser Region ausspielen. Dann muss ich diesen Spieler bestechen, damit ich diese Karte ausspielen darf. Und zwar sind das zwei Rupien. Und Wakan fordert diese Rupien. Und ich fordere sie von Wakan. Und wer die Rupien nicht zahlen kann, der kann die Aktion nicht ausführen. Und diese Karte hier sagt, ich zahle keine Bestechungsgelder, wenn ich Geiselaktionen ausführen möchte. Geiselaktion, kurz erklärt, wenn Wakan hier einen Spion liegen hätte auf meiner Hofkarte und ich würde gerne hier Bauernaktionen ausführen, diese hier, dann müsste ich diesen Spieler bestechen mit einer Rupie, nämlich so viele Spione oder so viele Spione sie mehr hat als alle anderen Spieler auf dieser Karte, dann müsste ich diesen Spieler bestechen. Auch das zahle ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich keine Bestechungsgelder mehr zahlen durch diese beiden Karten. Und ich hoffe, dass die Karten jetzt lange liegen bleiben. Mein Handkartenlimit, ich habe jetzt zwei Aktionen ausgeführt, ist erreicht.
oder ist eingehalten. Ich habe hier ein Handkartenlimit von insgesamt 5, 2 plus die 3 blauen Sterne hier. Und mein Hofkartenlimit ist 3 plus die Anzahl der violetten Farbe, also violetten Sterne sind 6. Auch locker eingehalten. Damit habe ich 2 Aktionen ausgeführt, habe die Dominanzregelung jetzt für mich entschieden, aber noch ist der Check nicht aktiv. Und Bakan wird jetzt versuchen, dagegen zu arbeiten. Wir decken wieder auf. Hat Wakan weniger als 2 Rupien, radikalisierst du die Karte, die die meisten Rupien einbringt? Nee, sie hat deutlich mehr. Dann bekommt sie eine Bauenaktion. Sie hat aber keine Bauenaktion hier auf den Karten liegen, kann sie also auch nicht ausführen. Das geht nur dann, wenn sie eine Karte hat, die das auch ermöglicht. Und dann kommt eine Radikalisierung. Und jetzt liegt ein Dominanzcheck drauf. Dann müssen wir darauf achten, was sie jetzt genau tut. Da muss man auch immer wieder mal nachschauen, das ist nicht ganz eingängig, es erklärt sich zwar, es ist nachvollziehbar, aber es dauert eine Weile, bis man das wirklich intus hat. Es gibt einen Dominanzcheck, es gibt eine dominante Koalition, nämlich aktuell Afghanistan, zu der ist sie aber, sie ist zwar loyal dazu, sie würde mit agieren, aber sie würde den Dominanzcheck trotzdem nicht gewinnen. Preiswertesten Patrioten loyal zur dominanten Koalition. Es gibt keinen Patrioten, der loyal ist zu Afghanistan. Den habe ich hier liegen und noch liegt kein weiterer da. Dann die preiswerteste Karte mit den meisten Armee- und oder Straßenwirkungssymbolen. Das ist das, was sie jetzt sucht. Radikale Radikalisierung. So, das heißt, sie hat genug Geld. Kann mal schauen, was haben wir denn? 2 Armeen. Eine Armee, eine Straße, eine Armee, 2 Straßen. Dann wird sie diese 2 Armeen hier radikalisieren. Sie wird sie rechts ausspielen. Der rote Pfeil sagt mir das hier unten. Und sie wird jetzt 2 Armeen platzieren im Herat. Und zwar ist sie pragmatisch loyal zu Russland. Damit ist die dominante Koalition wieder nicht mehr dominant. Im Herat 2 russische Armeen. So. Und als zweites kommt sie wieder zur Radikalisierung. Jetzt gibt es keine dominante Koalition und jetzt wird sie die Karte radikalisieren, die preiswerteste Karte mit den meisten Spionen oder Stämmen wird sie jetzt radikalisieren. Das schauen wir nochmal nach. Die meisten Spione und oder Stammsymbole. Gibt es mehrere Kandidaten, nimmt sie die mit der höchsten Nummer. Ein Spion, 2 Spione. Diese Karte hier, Kabul mit 2 Spionen und die bezahlt sie und legt sie rechts an. Kabul legt 2 Spione auf Kabul-Karten und jetzt achten wir mal drauf. Sie würde sie gerne auf Karten des Mitspielers legen. Ich habe eine Kabul-Karte, das heißt, sie schickt die Spione in meinen Hof. Beide. Jetzt hat sie 7 Spione im Einsatz, ich 6. Sie würde jetzt also den Dominanzcheck gewinnen, hat aber ihre 2 Aktionen jetzt verbraucht. Und der Dominanzcheck wartet noch auf Ausführung. Jetzt muss sie wieder Karten ablegen, weil sie hat ein Hofkartenlimit von 3. Und sie legt beide Nicht-Patrioten-Karten wieder ab. Gut. Und damit sind wir wieder dran. Jetzt haben wir hier die Spione, die müssen wir irgendwann mal loswerden. Das können wir noch nicht. Dann haben wir andere Möglichkeiten. Was könnten wir denn tun? Ich zahle ja keine Bestechungsgelder. Ah, Moment, ich habe irgendwas vergessen. Ja, die bevorzugte Farbe wird jetzt militärisch. Das ist durchaus bedeutsam, denn jetzt, wenn das der Fall ist, sind Karten doppelt so teuer. Das heißt, die hier kosten immer noch nichts, aber die hier kostet schon 2, 4, 6, 8 und 10 Rupien. Ich habe nur 2, ich kann also maximal bis hierhin kaufen. Das wird natürlich noch aufgeschoben. Und von oben... Ui, ein afghanischer Patriot, auch interessant.
habe ein ausreichend großes Hofkartenlimit und Handkartenlimit. Ich muss mal ein bisschen zu Geld kommen. Es müsste ja viel hier rumliegen. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Jawohl, das passt in der Summe. Ich nehme mir mal die Punjab-Karte auf die Hand. Ich kaufe jetzt einfach Karten weg. Sie hat nämlich auch Punjab-Spione. Kandahar hat sie auch. Da könnte ich auch Spione platzieren. Das wäre vielleicht ganz nett. Ich werde diese Karte ebenfalls erwerben, Herat. Erstens bin ich damit jetzt zu Geld gekommen und kann mir dann auch teurere Karten kaufen. Und zweitens habe ich diese militärische Karte, die mir dann helfen kann, weil ich habe noch, hier sind noch drei verschiedene Aktionen drauf. Wenn ich die Karte ausgespielt habe, stehen die mir zur Verfügung für den Fall, dass militärische Karten immer noch bevorzugt werden. Vielleicht hätte ich die auch direkt kaufen und ausspielen sollen, aber die Punjab-Karte mit dem Spion ist auch ziemlich interessant. Dadurch, dass der Dominanzcheck jetzt nach vorne rutschen wird auf die 3, Vakan hat zwar 3 Rupien, aber sie hat, da die militärische Farbe bevorzugt ist, sind die Karten doppelt so teuer, sie hat keine 6. Das heißt, der Dominanzcheck wird nicht ausgeführt. Mein Handkartenlimit, mein Hofkartenlimit passen. Upsa. Die Karte kommt nach hier. Es ist noch relativ selten gespielt, das Spiel, deswegen sind die Karten noch so neu und rutschig. So. Dann schauen wir mal drauf. Diese Ereigniskarte würde als nächstes ausgespielt, abgeworfen werden. Die hat noch eine Zeit, die auch, und da ist der Dominanzcheck. Dann ist Vakan dran. Du radikalisierst die Karte, die die meisten Armeen und oder Straßen platziert. Es liegt aber ein Dominanzcheck. Es gibt keine dominante Koalition. Das heißt, sie würde die Karte mit den meisten Spionen, die billigste Karte mit den meisten Spionen radikalisieren und oder stemmen. 2, 2, 1, 1, 1. Das, da hinten kann sie alles nicht bezahlen. Sie radikalisiert diese Karte hier, weil sie noch einen Spion einsetzen will. Sie würde den Dominanzcheck schon gewinnen, aber den kann sie nicht kaufen. Also radikalisiert sie weiter in die Richtung. Hier links. Und einen Spion in Kandahar würde sie platzieren. Und Kandahar bei mir. Und dann macht sie das nochmal auf dieser Karte, ist nichts anderes angegeben. Das kann sie aber alles nicht, das kann sie nicht. Dann radikalisiert sie oben die erste. Das ist die hier. Und legt die auch links an. Ich habe jetzt hier zwei Rupien hingelegt, weil die Preise halt verdoppelt sind aktuell. Dann würde sie in Persien eine Straße bauen, und zwar eine russische Straße. Persien ist hier. Und zur angrenzenden Region, das ist nicht Kabul, das ist nicht Punjab, das ist nicht Kandahar. Persien zu Herat. Da geht's lang. Okay, das waren die beiden Aktionen von Vakan. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr Handkartenlimit ist kein Problem, aber ihr Hofkartenlimit ist 3. Die Karte geht weg. Jetzt muss sie einen Patrioten, sie hat den ausgespielt, das heißt, sie kriegt noch extra 2 Geld. Habe ich übersehen. Sie hat den Patrioten ausgespielt. Das sind alles Patrioten. Das heißt, die Fremdfinanzierten bleiben und dann der mit dem wenigsten Spionen, der geht wieder weg. So. Hier liegt eine Ereigniskarte auf der 0, die wird jetzt ausgeführt. Bis nach dem nächsten Dominanzcheck bringen Geschenke keinen Einfluss. Keiner von uns hat Geschenke liegen, deswegen ist das nicht relevant, aber ich lege die Karte hier mal in die Mitte, sie gilt.
Das kommt auf die 0, das rutscht alles nach vorne. Und das rutscht auch nach vorne. Das Geld, was von der Ereigniskarte blieb, das bleibt hier liegen, wird aufgesammelt. So, ich könnte jetzt noch die Herrschaft in Kabul übernehmen. Ich habe genug Geld, um die 4 Rupien für diese Karte zu bezahlen. Das ist vielleicht interessant. Den Dominanzcheck würde ich jetzt aktuell nicht gewinnen. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich das tue. Alternativ. Kann ich diverse Sachen machen. Ich zahle ja keine Bestechungsgelder an irgendwen. Was könnte ich denn machen? Ich kann nicht den Dominanzcheck auslösen, aber ich könnte. Nein, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt sinnvoll machen kann, ist die Kabul-Karte dort oben ausspielen. Dann baue ich nämlich erstens noch eine Armee für Afghanistan. Zweitens werde ich noch 2 weitere Steine platzieren können. Und das bringt mich wieder auf den Gleichstand, was die Anzahl der eingesetzten Spielsteine angeht. Und damit würde Wakan weiter versuchen, andere Sachen zu machen, als den Dominanzcheck zu kaufen. Und ich selbst kann ihn jetzt nicht kaufen, weil ich noch nicht vorne bin. Dann machen wir das mal. Das heißt, wir werden hier eine ganze Menge Geld platzieren, hier noch etwas dazulegen und Kabul nehmen. Das ist das Kaufen. Und dann kommt das Ausspielen. Ich platziere einen Stamm in Kabul, übernehme auch hier die Herrschaft. Platziere eine afghanische Armee in Kabul und ich platziere noch einen Spion auf einer Kabul-Karte. Das werde ich hier tun. Ich habe keine kostenfreie Zusatzaktion, das hatte auch Wakani. Das muss es gewesen sein. Ja. Handkartenlimit passt, Hofkartenlimit passt, da muss ich mir aktuell keine Sorgen machen. Wakan ist dran. Dominanzcheck ist jetzt ausgeglichen, den wird Wakan also nicht kaufen. Da aber keine dominante Koalition ist, will sie die preiswerteste Karte mit den meisten Spionen und oder Stämmen erwerben. Wir gucken mal, was die Anweisung sagen. Du führst eine Schlacht auf der Hofkarte mit den meisten Spionen aus, auf der Wakan auch mindestens einen Spion hat. Okay, das ist jetzt eine Anweisung, die hat nichts mit Radikalisierung und so weiter zu tun, sondern es geht jetzt um Kabul, weil hier nämlich bei mir eine Schlacht ausgeführt wird. Aber meine Spione können in Schlachten mit anderen Spionen nicht entfernt werden. Das heißt, da muss ich nochmal genauer gucken in die Regeln, was jetzt in diesem Falle die Schlacht auch wirklich noch heißt. Auf die Schlachtaktion, auf Schlacht auf einer Hofkarte. Am Ort der Schlacht wird eine Kombination Stämmen, Spionen, Straßen entfernt, die in der Summe der Anzahl der Explosionen auf der Karte ist. Sie hat ja kein Schlachtsymbol. Ha! Sie hat gar kein Schlachtsymbol. Hier kann sie nicht ausführen. Auch das nicht. Eine normale Schlacht auf dem Feld kann sie auch nicht ausführen. Radikalisierung. Ja, jetzt kommt wieder. Sie wird die Karte radikalisieren, die meisten Spione zum Einsatz bringt. Das ist die erste Aktion. Das ist diese hier. Punjab und der geht links hin und dann platziert sie wieder 2 Spione in Punjab. Das ist in diesem Falle bei mir die Karte des Gegners hier. Das stört mich nicht wirklich, weil ja meine Aktionen, weil ich keine Bestechungsgelder zahle für Geiselaktionen, stören mich die Spione hier bei ihr von ihr nicht wirklich. Aber ich habe jetzt auch eine Schlachtaktion. Ha! Kann ich nach und nach Spione wieder entfernen bei ihr. Werde ich auch tun müssen. Das war die erste Aktion. Die zweite ist jetzt,
wo sie den Dominanzcheck wieder gewinnen würde. Hat sie immer noch kein Schlachtsymbol? Nein. Wäre jetzt wieder eine Radikalisierung. Sie würde jetzt den Dominanzcheck haben wollen, hat aber dafür kein Geld. Das heißt, sie nimmt tatsächlich jetzt oben die kostenlose Karte. Und dann kriegt sie fast alles Geld wieder. 2, 4, 6, 8 Rupien. Wahnsinn. Auf der einen Karte. Die radikalisiert sie. Kabul. Dann platziert sie eine russische Straße aus Kabul nach Transkaspien. Das ist die Reihenfolge hier. Jawohl. Gut, dann muss sie wieder zwei Karten ablegen. Das sind die Nicht-Spione, die Nicht-Patrioten, so rum. Der Markt wird aufgerutscht. Achtung, hier ist noch diese Karte, die jetzt auch ausgelöst wird. Und dann wird von oben aufgefüllt. Sie wird abgeworfen. Alle Stämme und Armeen im Punjab werden entfernt. Punjab ist hier. Habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler. Die kriege ich nämlich jetzt zurück. Damit entfernen wir aber auch die Herrschaft für Punjab. Und meine Punjab-Karte muss zurückgegeben werden. Die muss ich ablegen. Und damit gehen auch die Spione von Wakhan, die auf dieser Karte waren, wieder zurück in ihren Hof. Das war nicht gut gespielt. Aber das ist das Leben. So, jetzt ist tatsächlich Afghanistan nicht dominant. Puh. Und ich bin dran. Kriegen wir es jetzt hin, Afghanistan dominant zu machen? Diese Aktionskarte hier, wenn sie abgeworfen wird, heißt, dass alle Stämme und Armeen in Herat entfernt werden. Das sind die beiden russischen Armeen. Das heißt, ich möchte, dass sie liegen bleiben, weil dann fliegen die Russen raus. Wenn ich jetzt Kabul kaufe, dann kann ich zwei afghanische Straßen legen, dann noch einen Spion ausspielen und bekomme noch andere Aktionen. Das ist eine interessante Idee. Also, ich werde Kabul hier kaufen und ausspielen. Ich lege zwei afghanische Straßen aus Kabul. Die lege ich meinetwegen von hier. Und was haben wir noch so liegen? Ist eigentlich fast egal. Nehmen wir ja mal Punjab. So. Was habe ich noch? Ich kann einen Spion auf eine Kabul-Karte legen. Das ist meine hier. Und ich setze die bevorzugte politische Farbe wieder auf. Die bevorzugte Farbe wieder auf politisch. Und das gibt mir jetzt, das war meine zweite Aktion, das Ausspielen, gibt mir jetzt aber noch Zugang zu weiteren kostenfreien Aktionen, nämlich diesen hier. Ich kann jede Karte einmal nutzen für eine Aktion und ich habe zwei Karten, die ich jetzt mit kostenfreien Zusatzaktionen nutzen kann. Das ist einmal die hier, einmal die hier. Das hier ist Bauen und das hier ist eine Schlacht. So. Ich kann jetzt hier eine Schlacht ausführen. Mit dieser Karte führe ich eine Schlacht aus, und zwar auf der Hofkarte hier, und kann so viele Spione entfernen. Moment, das steht hier nochmal. Ich kann so viele entfernen, die der Summe der Anzahl der Explosionen. Ich kann also nur einen, das ist eine Explosion, das ist eine Aktion mit einem Spion, den ich hier loswerden kann. Das ist das. Und damit hätte Wakan die Möglichkeit, den Dominanzcheck zu gewinnen. Nein, noch nicht. Hat sie nicht. Aber ich kann tatsächlich noch mehr tun, denn ich habe ja noch die Bauen-Aktion. Hier auf dieser Karte. Auf der anderen Karte, auf dieser hier. Und da heißt es, ich kann für 2, 4 oder 6 Rupien einen, zwei oder drei Armeen oder Straßen platzieren.
und ich habe 6 Rupien. Und damit kann ich genau 3 Armeen platzieren und die zahle ich jetzt auch nicht an die Bank, sondern die zahle ich von rechts 3, 4, 5, 6 auf den Markt. Und ich platziere 3 afghanische Blöcke und bringe damit Afghanistan wieder auf die dominante Situation. Das mache ich hier. Das kann ich hier machen. Und das kann ich hier machen. Denn ich brauche die Straßen, um meine Armeen bewegen zu können. Und ich brauche die Armeen, um meine Positionen zu halten. Und jetzt ist Afghanistan wieder dominant und ich habe mehr Patrioten hier liegen als Wakhan. Und damit würde ich jetzt den Dominanzcheck wieder gewinnen, wenn er zum Tragen kommt. Kommt er noch nicht. Handkartenlimit passt. Ich bin rum. Hofkartenlimit passt. Denn ich habe immer noch 3 plus 2, also 5 als Limit. Hier liegen 4. Das rutscht alles eins auf. Und jetzt haben wir das Ereignis, dass ein Dominanzcheck auf jeden Fall ausgeführt wird. Das checken wir. Geschenke bringen keinen Einfluss. Der Dominanzcheck, wir schauen nochmal nach, dass wir keinen Fehler machen. Aber wenn ich das richtig sehe, bekomme ich jetzt eine ordentliche Punktemenge. Wir haben einen erfolgreichen Dominanzcheck, denn es gibt 4 oder mehr Blöcke Vorsprung einer Koalition vor allen anderen, vor jeder anderen Koalition. Und die Spieler, die loyal zur erfolgreichen Koalition sind, das sind wir beide. Wakhan ist immer zu allem loyal. Dann checken wir mal. Wir checken unsere Einflusspunkte. Die Anzahl der Geschenke. Keiner von uns hat Geschenke. Und Geschenke bringen auch nach dieser Aktionskarte nichts. 0. Und es kommt dann noch dazu, das steht dann auf Seite 7, ist ein bisschen verwirrend angeordnet, aber es ist eigentlich alles drin. 1 plus die Anzahl der Patrioten im Hof des Spielers plus die Anzahl der Beute und der Anzahl der Geschenke. Geschenke haben wir keine, Beute haben wir keine. Die gibt es nämlich nur aus der Verratsaktion, die Beute. Haben wir bisher noch nicht gehabt. Aber ich habe 2 Patrioten. Wakhan hat keinen Patrioten von Afghanistan da liegen. Das heißt, ich gewinne den Dominanzcheck. Das heißt, ich bekomme jetzt die meisten Punkte, nämlich 5. Und der mit den zweitmeisten Punkten erhält 3 Siegpunkte. So. Und ihr seht schon, 2 von 4 Dominanzcheckkarten sind weg. Wir haben 5 Punkte und 3 Punkte. Das ist kein Spiel um viele Punkte. Es geht tatsächlich maximal 4-mal um 5 Punkte. Theoretisch könnte jemand 20 Punkte erreichen. Das passiert aber nicht, weil das Spiel sofort endet, wenn ein Spieler 4 Punkte Vorsprung hat. Und das passiert vergleichsweise, das kann schon nach dem dritten Dominanzcheck passieren. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Das war während meines Aufdeckzuges, während meiner Verwaltungsaktion war das der Fall. Ich muss dann aber hier noch, was hätten wir noch machen müssen? Die hier hätte ja auch noch ausgeführt werden müssen. Haha, alle Stämme und Armeen im Herat werden entfernt. Das war hier. Also ist die Dominanz ja noch deutlich ausgefallen. So, jetzt wird alles aufgefüllt. Und jetzt gibt es nur noch 2 Dominanzchecks. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Wir haben ja praktisch 2 Karten mit einem einzigen Dominanzcheck vergeben. Und Wakhan ist dran. Sie macht eine Besteuerung. Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Sie hätte eine Besteuerungsaktion und zwar hier 2 Münzen. Könnte sie von. Sie beherrscht aber keine Reaktion, Region, so rum. Sie kann nur Regionen besteuern, die sie auch beherrscht. Das tut sie nicht. Dann könnte sie den Markt besteuern, sich von dort Geld nehmen. Das wird sie tun. Und zwar 2 Münzen von links kommend wird sie nehmen. Das ist die erste Aktion. Dann wird sie Verrat ausführen. Verrat heißt, und die Verratskarte hat sie hier, dass sie für 2 Rupien eine Karte verraten kann, die sie, auf der sie Spione hat, die der dominanten Koalition oder andersrum,
Diese Karte kann sie verraten. Das heißt, sie zahlt 2 Rupien. So rum, jetzt gehen wir es nochmal langsam durch. Schwierig zu erklären. Sie verrät eine von diesen beiden Karten, weil sie hier Spione hat in meinem Hof. Die Karte mit der höchsten Priorität, die auch Loyalitätsbeute hat und wo sie einen Spion hat. Sie nimmt immer die Loyalitätsbeute. Das heißt, diese Karte hier hat hier unten einen grünen Streifen. Diese hier hat einen gelben, hier sind auch gelbe, gelbe und grüne Streifen. Und hier ist auch eine Karte mit einem rosafarbenen Streifen. Das ist die sogenannte Loyalitätsbeute. Wakan wird diese Karte jetzt verraten. Das heißt, sie nimmt den Spion zurück. Die Karte wird abgelegt, beziehungsweise aufgenommen. Loyalitätsbeute heißt, sie bekommt diese Karte als Loyalitätsbeute für afghanische, mit afghanischer Loyalität. Und ich verliere die Herrschaft hier, muss auch diesen Stamm zurückgeben. Und damit ist der Verrat leider erfolgreich gewesen. Und das waren die zwei Aktionen. Ich habe jetzt also wieder eine Menge verloren. Afghanistan ist aber nach wie vor die dominante Koalition und ich bin dazu loyal und habe einen Patrioten. Jetzt haben wir aber hier den Ausgleich. Sie hat noch eine Loyalitätsbeute für Afghanistan. Das heißt, im Moment würde ein Dominanzcheck zwar erfolgreich sein, weil eine Koalition dominant ist. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Warum sagt mir das keiner? Ist aber in diesem Falle korrigierbar. Es war ja eben ein erfolgreicher Dominanzcheck. Und nach einem erfolgreichen Dominanzcheck werden alle Blöcke, das haben bestimmt diejenigen, die das Spiel kennen, eben als ich die Runde mit Wakan einfach weitergeführt habe, aufgeschrien. Habe ich aber Glück gehabt, dass sich das jetzt noch korrigieren lässt. Nach einem erfolgreichen Dominanzcheck werden alle Blöcke eingesammelt. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist die Herrschaft über Kabul. So, jetzt ist es besser. So, Wakan hatte nämlich nur die Besteuerung gemacht und den Verrat ausgeführt. Und jetzt haben wir keine dominante Koalition. Es geht jetzt nur wieder um den Einsatz von Spielsteinen. Und da haben wir beide derzeit gleich viel. Gut oder nicht gut? Das war im Grunde, ja, für uns ja, hat es Vor- und Nachteile. Wir werden sehen. Ich bin jetzt dran. Im Markt ist ja nichts passiert. Und ich hätte gerne tatsächlich wieder so ein bisschen mehr Steine im Einsatz. Hier die Karte, die ist interessant. Erlaubt mir, die Herrschaft über Kandahar zu übernehmen. Das könnten wir tun. Geld habe ich keins, ich kann mir sowieso nichts anderes kaufen. Ich will die auch direkt ausspielen, Kandahar. Das heißt, ich spiele hier einen Stein aus. So, meine ganzen Bestechungsgelder-Dinger, meine Dauerfähigkeiten sind jetzt weg. Ich habe jetzt hier eine neue. Zu Beginn meines Spielzugs darf ich einen Spion auf eine beliebige Kandahar-Hofkarte legen, die keinen Spion aufweist. Ah, das ist interessant, sie hat hier noch einen Kandahar-Spion liegen. Irgendwas passt hier nicht. Ich hatte doch auch meine fremdfinanzierte Karte. Hatte ich nicht. Okay. Doch, hier die, klar. Die ist natürlich nicht abgelegt, deswegen geht das Geld nicht zurück. Ja, okay. Das Geld bleibt also im System. Ich habe meine zwei Aktionen verbraucht. Politisch ist bevorzugt. Jetzt könnte ich noch eine Schlacht ausführen. Das werde ich auch tun. Das könnte ich hier oder hier tun. Bauen kann ich eh nicht. Dann werde ich diesen Spion entfernen. Den kriegt Wakan wieder.
So, und damit ist alles wieder fertig. Und Vakan ist dran. Vakan hat alles Geld, was nicht im Markt ist, das hat sie. Aber ich führe nach Punkten. Na, wir werden sehen. Das erste ist Besteuerung. Mich kann sie nicht besteuern, weil sie keine Region beherrscht. Und ich wäre auch dagegen geschützt durch die Ökonomiekarten mit zwei Sternen. Hier wären zwei Rupien geschützt. Dann besteuert sie den Markt. Sie kann zwei besteuern. Also sie nimmt von links, mein Fehler. Von links, hier. Und dann radikalisierst du die Geheimdienstkarte mit dem höchsten Rang. 1, 1, 1, 2. Da ist die Karte mit dem höchsten Rang. Und das ist 1, 2, 3 wert. Und die geht nach links. Kandahar. Dann will sie Spione legen. Das tut sie hier. Und dann nochmal ja, weiter hier. So, das waren ihre zwei Aktionen. Sie muss aber wieder eine Karte ablegen. Sie hat drei Patrioten, die hier geht wieder flöten. Sie hat keine politische Karte liegen, das heißt, sie kann keine weitere Zusatzaktion ausführen. Ich bin dran. Zu Beginn meines Spions kann ich einen Spion auf eine Kandahar legen, die keinen Spion aufweist von meinen. Das wäre hier. Dann kann ich ja schon mal mit meiner politischen Aktion hier eine Schlacht ausführen. Und da kann ich einen Spion entfernen, den kriegt sie wieder. Dann kann ich mit einer weiteren Aktion hier auch wieder einen Spion eine Schlacht ausführen. Die führe ich auch hier aus und reiche ihr diesen Spion auch weiter. Da habe ich zwei verschiedene Schlachten ausgeführt und kann nur so viele Spione entfernen. Aha. Dann führe ich jetzt im Dominanzcheck auch bei der nicht dominanten Koalition, würde ich auch führen, das ist auch schon mal gut. Und damit habe ich noch zwei Aktionen. Und was brauche ich? Eigentlich egal. Ich habe nur kein Geld. Wie hoch ist denn mein Hofkartenlimit? Ich habe 1, 2, sind 5 Hofkarten. Und 5 Handkarten. 1, 2, 3, 4 habe ich liegen. Ich würde vorschlagen, fange mal an, mir so ein bisschen Geld zu holen. Ich werde diese Kandahar-Karte erwerben, eine Rupie. Und dann spiele ich mal diese Herat-Karte aus, damit ich dann hier Aktionen bekomme, die ich ausführen kann, nämlich Geschenke kaufen und nochmal eine Schlacht. Ich werde jetzt eine afghanische Armee in Herat platzieren. Das ist noch nicht wirklich was, aber 1, 2, 3, 4, 5 ist mein Hofkartenlimit. Handkartenlimit ist auch 5. Alles gut. Es plätschert jetzt so ein bisschen das Spiel. Passiert nicht wirklich was. Vakan ist dran. Sie möchte Verrat ausführen, kann sie. Sie wird nämlich jetzt auch ihre eigene Hofkarte verraten mit Loyalitätsbeute. Moment. Ich glaube, das geht nur da, wo auch gegnerische. Nein, sie verrät einfach eine Karte.
wirft eine Karte ab, auf der sich ein eigener Spion befindet. Alle Spione auf der abgeworfenen Karte werden im Vorrat der Besitzer. Die Aktion kostet immer 2 Rupien. Jawohl. Sie bezahlt die 2 Rupien in den Markt. Und die Karte mit der höchsten Priorität ist die nicht fremdfinanzierte. Sie kann keine Mitspielerkarte verraten, hat keine Karte der bevorzugten Farbe, ist kein Patriot der dominanten Koalition, Beute der dominanten Koalition ist auch egal, anderer Patriot, das sind beide. Fremdfinanziert ist die hier, tatsächlich, sie verrät die. Und damit hat sie jetzt diese Beutekarte. Ich frage mich jetzt nur, ob das bei fremdfinanzierten Karten, wenn die verraten werden, auch das Geld zurückgegeben werden muss. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es rein. Nein, sie wird nur zurückgezahlt, wenn die Karte zurückgegeben wird. Nein, sie wird ja nicht abgeworfen, sie ist ja jetzt Beutekarte, das heißt, das Geld wird nicht zurückgezahlt. So, das war die erste Aktion. Und dann, du führst eine Schlacht auf der Hofkarte mit den meisten Spionen aus, auf der auch Vakan mindestens einen Spion hat. Das wäre hier, aber hier gibt es keine gegnerischen Spione, kann also nicht funktionieren. Dann kommt eine ganz normale Radikalisierung. Und zwar die unten, die Karte Nummer 2. Zack, zack. Rechts angelegt. Ein Spion in Punjab. Ich habe keine Punjab-Karten. Sie hat mehrere. Die hat den höchsten Rang. Dadurch entscheidet sich das aus meiner Sicht. Hätte sie diesen. Und jetzt kommt die bevorzugte Farbe auf ökonomisch. Jetzt schauen wir nochmal. Sie hatten doch tatsächlich ökonomisch als Karte hier, das heißt, sie nimmt nochmal eine Besteuerung. Sie beherrscht aber keine Region, das heißt, sie kann nur den Markt besteuern, nimmt sich also hier noch eine Rupie. So, das waren ihre 2 Aktionen. Für mich interessant wären jetzt die Karten hier Punjab, die politische Karte, und Kabul. Komme ich aber in beiden Fällen nicht dran, weil ich kein Geld habe. Ein afghanischer Patriot wäre auch ganz interessant. Geld habe ich auch nicht, nicht wirklich jedenfalls. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mein Hofkartenlimit ist erreicht. Das heißt, wenn ich eine Karte ausspiele, werde ich sie auch später ablegen müssen. Ich beherrsche Kandahar und Kabul. Ich spiele die beiden Karten, die ich habe, aber auch aus, tatsächlich. Ich werde Kandahar ausspielen, lege eine Straße zwischen Kandahar und Kabul und setze die bevorzugte Farbe wieder auf politisch. Nein, das machen wir nicht. In einer etwas anderen Reihenfolge machen wir das. Erst mache ich eine kostenlose Aktion. Die kann ich nämlich machen vor, während oder nach meiner Aktionen, meiner normalen Aktionen. Das heißt, ich werde tatsächlich hier kostenfrei mal besteuern. Und zwar kann ich nur den Markt besteuern, weil ich keinen Gegner besteuern kann, weil niemand eine Karte hat von den Regionen, die ich beherrsche. Also kann ich den Markt besteuern und kann mir da beliebig das Geld wegnehmen. Und zwar 2. So, jetzt spiele ich Kandahar aus. Lege die Straße. Bevorzugte Farbe wechselt.
Jetzt spiele ich Punjab aus. Kann einen Spion auf eine Punjab-Karte legen. Das tue ich auf dieser Karte. Jetzt führe ich. Wobei, warum mache ich das nicht auf dieser Punjab-Karte? Genau, das mache ich auf dieser Karte. Jetzt führe ich mit dieser Kartenaktion eine Schlacht aus, hier auf dieser Karte, und entferne einen Spion. Und mit dieser Karte, das kann ich ja auch, weil das jetzt bevorzugte Farbe ist, führe ich noch eine Schlacht aus mit dieser Karte, mit diesem Spion. So rum. Jetzt funktioniert es. Jetzt muss ich zwei Karten abwerfen. Das sind genau die beiden Karten, die ich eben hatte. Jawohl. Das sieht für Barkan jetzt gerade ganz schlecht aus, wenn ich das richtig sehe. Es sei denn, sie kriegt es hin, dass eine Koalition dominant wird. Wir werden sehen. Markt muss nicht angepasst werden. Mein Handkartenlimit passt, mein Hofkartenlimit passt. Sie will besteuern. Das kann sie jetzt mit einem, aber nicht bei mir, sondern nur im Markt. Dann nimmt sie von links. Sind militärische Karten bevorzugt? Nein, ist nicht der Fall. Dann Radikalisierung. Oben die fünfte Karte. Sie hat genug Geld. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das legt sie links an. Kabul, da kommt eine Armee rein, eine russische. So. Was noch? Das war's. Politische Karten hat sie keine liegen. Handkartenlimit muss angepasst, Hofkartenlimit muss wieder auf 3. Ein Dominanzcheck. Den würde ich jetzt locker gewinnen, kann mir ihn aber nicht kaufen. Schade. Mal sehen, was wir tun können. Politische Farbe ist bevorzugt. Ich werde jetzt mit dieser Karte hier eine Schlacht ausführen, nämlich in Kabul. Da kann ich so viel mit kann ich eine Einheit entfernen, nämlich die britische, die russische hier. Das hat mich nichts gekostet. Dann werde ich jetzt zwei Aktionen ausführen. Ich werde nämlich diese Kandahar-Karte hier kaufen und ausspielen. Ich muss gleich wieder eine ablegen. Deswegen schauen wir mal, was wir machen können. Aber ich kann jetzt zwei Straßen bauen aus Kandahar heraus. Das mache ich mal nach Punjab und nach Herat. Ist fremdfinanziert. Ich nehme mir 2 Rupien. Und bevorzugte Farbe wechselt auf Geheimdienst. Jetzt könnte ich diese Aktion hier nutzen, bewegen. Die möchte ich aber nicht nutzen, weil ich könnte jetzt nur Armeen bewegen über Plätze mit Straßen. Obwohl, das kann ich machen. Ich kann da einfach mal schauen. Ich könnte mal, Kabul liegt, Kabul liegt. Ich könnte mal nach hier gehen. Nein, ich kann nur bewegen. 3, doch, tatsächlich. 1, 2, bewegen. 3 Fahnen wären das. Und damit wäre es das. Jetzt muss ich aber Karten ablegen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich lege. Ja, ich lege diese Karte ab und gebe die 2 Rupien wieder zurück. Die brauche ich jetzt nicht. Die Aktion hier mit der Besteuerung ist mir wichtiger. Genauso wie hier die Bewegen-Aktion und die 3 verschiedenen hier. Deswegen lasse ich die einfach. Jetzt kann ich mir den Dominanzcheck leider immer noch nicht kaufen. Ich habe 2 Aktionen aber ausgeführt. Handkarten passen, Hofkarten passen. Weiter geht's. Dominanzcheck liegt immer noch. Wakan ist dran. Würde den Dominanzcheck verlieren, möchte also nicht kaufen, aber muss jetzt mal schauen. Bewegung ist ihre Aktion, aber sie hat nichts, was sie bewegen kann auf dem Plan liegen. Schlacht hätte sie. 1,
würde hier eine Schlacht ausführen können. Aber meine Spione können in Schlacht mit anderen Spionen nicht entfernt werden. Das heißt, der bleibt einfach liegen. Das ist mal eine verdammt mächtige Eigenschaft, die ich hier gerade habe. Das heißt, die kann sie auch nicht ausführen. Das heißt, sie macht eine Radikalisierung. Oben auf die 4 wäre diese Karte, kann sie sich auch nicht leisten. Dann nimmt sie die billigste, die sich leisten kann, oder die nächste, die sich leisten kann, ist die hier. Links angelegt, wieder eine Rupie zurück. Kabul, eine Straße. Sie wäre russisch. Jetzt habe ich gerade gesehen, gerade eben war. Das ist Quatsch. Ich habe Mist gebaut. Die radikalisiert sie gar nicht. Denn im Moment ist es eine dominante Koalition und damit, weil Afghanistan ist jetzt aktuell dominant mit 4 Blöcken Vorsprung. Und sie kann sie aber nicht kaufen, den Dominanzcheck, den würde sie nämlich gewinnen, weil sie 2 Beutekarten hat gegen meinen einen Patrioten. Das heißt wiederum, sie möchte die Karte mit den meisten, was haben wir? Moment, so viele verschiedene Situationen, für die man das alles im Kopf haben muss. Die preiswerteste Karte mit den meisten Armee- und oder Straßenwirkungssymbolen, genau. Das ist die hier tatsächlich mit 1, 2. Eigentlich will sie die Karte kaufen, die kann sich nicht leisten, dann nimmt sie die hier. Doch, passt, in der Summe passt es dann doch. Führt auf die gleiche Karte. Straße Kabul nach Transkaspien. Das sagen die hier. Das war das erste, was sie macht. Das zweite, bewegen kann sie immer noch keine Einheit. Schlacht kann sie auch noch keine ausführen. Radikalisierung, auch hier würde sie jetzt wieder die preiswerteste Karte mit Armee- oder Straßensymbolen. Das ist die hier, die kann sie sich nicht leisten. Die hier kann sie sich auch nicht leisten. Das heißt, sie würde oben 4 kaufen wollen. Das geht auch nicht. Dann nimmt sie das günstigste, was sie kriegen kann. Oben ist die hier. Und spielt die Karte links aus. Also ihr seht, das ist ein bisschen, man muss diese verschiedenen Handlungsweisen des Automa in den Griff kriegen. Und da übersieht man auch schon mal was. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich auch was übersehe gerade. Das kann alles passieren. So, die russischen Straßen möchte ich nicht irgendwo platziert wissen. Ein Patriot steht aber auch nirgendwo zur Disposition. Was ist, wenn ich jetzt den Dominanzcheck kaufe? Dann haben wir keine dominante Koalition. Nein. Und ich hätte die meisten... Das machen wir einfach. Ich glaube, dann kann ich sogar das Spiel gewinnen. Ich kaufe jetzt einfach den Dominanzcheck. Dann wird er ausgeführt. Der ist nicht erfolgreich, weil keine Koalition dominant ist. Und dann bekommt der Spieler... Ja, so beenden wir das. Bekommt der Spieler mit den meisten Zylindern im Spiel 3 Siegpunkte und mit den zweitmeisten 1 Siegpunkt. Ich bekomme 1, 2, 3 Punkte und er einen. Gleichstand haben wir nicht. Und dann haben wir hier, wo haben wir das stehen, das Spielende. Das ist ja nicht der letzte Dominanzcheck, nein. Das Spiel ist vorbei, wenn nach einem Dominanzcheck ein einzelner Spieler mit 4 oder mehr Punkten vor allen anderen liegt. Ja. Und ansonsten nach dem Dominanzcheck, nach dem letzten Dominanzcheck dafür dann führende Spieler. Aber ich liege jetzt 4 Punkte vor. Das heißt, ich habe das Spiel tatsächlich gewinnen können. Interessant. Es war irgendwie ein seltsames Spiel und ich
meine auch in meinem, die hätte noch abgelegt werden müssen. Und dann hätte die hier abgelegt werden. Nein, eine von den beiden. Wahrscheinlich die hier abgelegt werden müssen. So. Das Spiel ist deswegen für mich relativ günstig verlaufen, weil durch den Zufall Wakand keine politische Karte hatte, was ihr sofort auch eine Herrschaft über eine Region hätte bringen können und natürlich auch einen erweiterten Hof. Dadurch, dass der Hof vergleichsweise klein geblieben ist bei ihr, nämlich mit 3 Karten, hat sie wenig verschiedene Aktionen gehabt zur Verfügung. Sie hat zwar 2 Beutekarten gemacht durch die Verratsaktionen hier bei mir aber und bei sich einmal, aber das hätte ihr dann nicht geholfen, weil sie keine Koalition dominant hat machen können. Ja, das war eine Runde Pax Pamir. Interessant, dass es so gelaufen ist. Habe ich auch noch nicht gehabt in dieser Variation, dass ich dann mit einem nicht erfolgreichen Dominanzcheck am Schluss noch die meisten Steine im Einsatz hatte. Üblicherweise passiert es so, dass Wakan sehr schnell sehr viele Steine in Einsatz kriegt. Das ist dadurch, dass sie den Vorteil hat, ihre Radikalisierung sofort als Karte kaufen und ausspielen verwenden zu können, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir uns nicht an ganz so strenge Vorgaben halten müssen, wie es hier Wakan tun muss, sodass sie nicht immer die für sie günstigste Karte aus dem Markt kaufen kann und einsetzen kann, sondern nach den ganz strengen Regeln vorgehen muss. Das gleicht sich also durchaus ein bisschen aus. Also ihr seht, das Spiel ist nicht einfach, das muss man sagen. Die Anleitung enthält zwar alles, aber die Struktur der Anleitung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss mehrfach hin und her blättern. Nichtsdestotrotz ist das etwas, wo man sich wirklich, wir haben heute Nachmittag Spielenachmittag, wo wir das vielleicht auch mal spielen werden, wo man sich wirklich mal ein bisschen vergnügen kann. Was habe ich jetzt gebraucht? 1,5 Stunden knapp, wenn ich das richtig sehe. Das ist für mich ein hochspannendes Spiel. Ich habe mir tatsächlich auch bei Spielworks jetzt die Metallmünzen bestellt. Die sind haptisch wunderschön. Die hatte ich auch schon mal, die hatte ich mir mal geliehen. Bevor ich mir ein eigenes Pax Pamir Exemplar hatte, habe ich mir eins geliehen mit den Metallmünzen. Lassen sich sehr schön anfassen, sehr schön, sind auch sehr schön gestaltet, weil sie enthalten dieses persische Muster, was hier abgebildet ist. Und das ist etwas, was mich sehr begeistert an diesem Spiel. Diese Vielfalt des Materials mit den Resinblöcken, Holzsteinen, Stoff, dann ganz normale Karten und Pappe. Politische Loyalitäten, das ist mal nichts, wo man mit Würfelglück oder sowas arbeiten muss. Man plant relativ gut, man hat sehr gut vorausschauend, kann man planen, was kommt an Karten. Natürlich wird es schwieriger, je mehr Spieler man hat. Die können einem natürlich die Karten, für die man sich interessiert, wegkaufen und dann hat man es ein bisschen schwieriger. Aber auch das kann man einplanen. Also man hat eine relativ geringe Zufallskomponente, weil der Markt gepuffert ist durch die relativ breite Auslage. Und dann kommt es nur noch auf die Aktionen an. Hier bei Wakan hat man natürlich den Zufall der Aktionen und der Reihe, auf der sie agiert. Aber auch das ist etwas, mit dem man arbeiten kann. Also da ist etwas, für mich ein wunderschönes Spiel, auch von der Gestaltung her, von der grafischen Gestaltung, sehr urabwechslungsreich, nichts Langweiliges für mich persönlich. Das mag jeder von euch natürlich anders sehen. Schreibt es gerne unter die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, wie es euch gefallen hat, mein Vorspielen. Habe ich irgendwelche Regelfehler gemacht? Kommentieren, her damit. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Das war jetzt eine Runde Pax Pamir, mein Top-Platz Nummer 4 auf der Top 10 Solospielerliste. Das Spiel ist zwar für bis zu 5 Personen, glaube ich, waren es, ne? Für 1 bis 5 Spieler. Zu 5 habe ich es noch nicht gespielt, zu 3 nur maximal. Meine Top 10 Solospiele gehen natürlich weiter. Wir hatten zuletzt Arche Nova. Wir werden jetzt als nächstes bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, Maquis. Kommt dann, ist das deutlich kürzere Spiel als Pax Pamir. Danach kommen dann noch Dune Imperium und Imperium. Da freue ich mich auch wieder drauf, auf diese Let's Plays. Hier jetzt Pax Pamir und es geht weiter mit der Top 10 dann in der Woche drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die ganze Top 10 Solo-Liste findet ihr auf dem Brettspielblog-Kanal von Ben aus Göttingen. Verlinke ich euch auch wieder natürlich.
Und schaut es euch an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Video. Da erklären wir jeder unsere Top 10 Solo-Spiele. Und das ist hier meine Nummer 4, Pax Pamir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Immer ein interessantes Spiel. Man setzt sich gerne mal hin für, ja, jetzt 1,5 Stunden und zockt sich das durch. Das Wiedervorbereiten dauert jetzt wieder eine Weile. Aber so ist es nun mal bei den hochspannenden und etwas komplexeren Spielen. Das ist nicht mal eben in 5 Minuten fertig gemacht. Wir sehen uns aber in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.